Willkommen, meine hochverehrten Total War Multiplayer Freunde, zur letzten Runde aus dem Faction War Turnier Achtelfinale. Halt, nein, Moment, Viertelfinale. Wir sehen hier den Kampf Alpaka Katai versus Selinato Korn, um herauszufinden, wer alles ins Halbfinale eintreten wird. Solgott mit Chaoskriegern, Prokrastinator mit Imperium, Hamster mit Bretonen sind schon weit und das ist die letzte Schlacht daraus. Und ich freue mich schon sehr. Es könnte ziemlich interessant werden. Katai ist momentan als eine der Top-Tier-Fraktionen eingeschätzt. Und ich bin mal gespannt, ob Selinator sie hier so richtig außen nutzen. Alpaka sich hier so richtig ausnutzen kann. Wenn ihr mehr Bock auf Multiplayer und Mods und Total War generell habt, lasst gerne den Daumen hoch da, ich würde mich freuen und natürlich das Abo und unterstützt Hamster auf Patreon, wenn ihr Bock habt. Kauft aus seinem MMOGA-Gaming-Shop, um dafür sicherzustellen, dass der Hamster-Kanal auch weiter existiert. Ich bin ja nur so ein kleiner Hobbymäßiger, aber dafür trotzdem hier gut unterwegs auf Deutsch. Immerhin, also glaube ich jedenfalls. Also ein Blick in die Armeen, die wir haben. Wir haben auf der Seite von Korn, die eine interessante, abgesehen von Barbaren des Korn, die sich einfach fast wie Bauern zerschnetzeln lassen mit 24 Nahkampfabwehr und 35 Rüstung, aber im Nahkampfangriff immerhin halbwegs okay. Sehen wir Auserkorene des Korn mit Doppelwaffen. Boom, 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 Leute. Die machen Waffenstärke von insgesamt 56 und 20 Rüstungsdurchdringen. Bonus geht es für 10. Also die schnetzeln sich gegen leicht gepanzerte Infanterie wirklich sehr schnell durch. 42 Angriffsbonus. Also die machen echt Krach. Und das brauchst du allerdings auch, wenn du dich durch Katai-Infanterie durchschnetzeln willst. Durch ihre Yin-Yang-Boni sind ihre billigsten Infanterietruppen einfach übelst stark, was einer der Gründe ist, warum sie gerade zu den Top-Tier-Fraktionen gehören. Auserkorenes Korn Nummer 2 und Auserkorenes Korn Nummer 3 mit Doppelwaffen. Hier wird voll reingedeppert in Anti-Infanterie und zweimal Barbaren des Korn. Angeführt wird das Ganze von Valkia, der Blutigen, die immerhin den Vorteil hat, dass sie ein kleines Ziel ist, deswegen lässt sie sich nicht so gut treffen, das ist also schon eine gute Wahl. Sehr hohe Nahkampfangriffs- und Abwehr- und Rüstungswerte, außerdem hat sie noch Schadensresistenz 100% für 13 Sekunden und Speer, also ist schon nicht schlecht. Ja, die kann gut reinhauen, Bonus gegen Groß, was natürlich jeder gute Lord heutzutage haben muss, oder ein Mordeschreineffekt oder Heilung oder Beschwörung, klar. Dann haben wir noch ein paar Plänkler, Chaos-Barbaren-Reiter, das kommt mit Wurfechsen gegen gepanzerte große Einheiten. Das geht immer. Und ein Regiment Chaoshunde des Korn, die bereits auf die Gegner zulaufen. Und eine schöne, interessante Idee hier im Hintergrund. 4 Einheiten sind in den Rücken von Katai gespawnt worden. 2-mal Chaoshunde und 2-mal Chaosfurien des Korn, um gegnerischen Fernkampf zu stören. Und wenn ich mir die Armee von Katai ansehe, ist es eine richtig gute Idee, da einmal reinzuspringen. Denn Katai hat mitgebracht einmal Onyx-Krähenmänner, die lächerlich gut sind, meiner Meinung nach, für das, was sie kosten, dass sie eine fliegende Einheit sind. Übelst stark, auch im Ansturm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kaputt ist mit dieser Einheit. Ansonsten haben wir hier eine defensive Verteidigungsformation aufgebaut in der Seite von Katai, die man natürlich auch deswegen benutzt, weil man die Yin-Yang Korrelation hier haben möchte. Damit kriegen Jadekrieger ihren Plus. 6 bis 8 Nahkampfabwehr und Angriff, das ist lächerlich stark. 40 Nahkampfabwehr bei 90 Rüstung, das ist einfach so übelst krass. Also hier die Gunst des Quai-Chi, Armbrust des himmlischen Drachen. Übrigens, hier ist irgend so ein Bug mit den Fähigkeiten drin, die werden hier direkt unten dran gehängt. Ja, soweit da. Und sie haben einmal eine Großkanone, die natürlich eigentlich sich primär auf die gegnerischen Barbaren, auf die Auserkorenen des Korn fokussieren sollte, die gerade auf sie zulaufen. Üble Einheit, hohe Genauigkeit, macht guten Schaden und hat gute Reichweite. Deutlich besser als Imperiumskanonen, meiner Meinung nach. Und zusätzlich haben wir hier noch Saitang, den Beobachter, der mit seinem neuesten Update Creative Assembly, hat nämlich vergessen, seine Einheit richtig zu programmieren, als sie rausgekommen ist. Da hat er nämlich noch nicht gebrannt. Das tut er jetzt. Hat auch die Fähigkeit vom Beobachter. Beobachter deckt alle Einheiten auf, wobei Korn jetzt nicht so bekannt ist für seine Versteckspiele. Ansonsten allerdings keine Skills mitgebracht. Weiß ich nicht, ob der eine richtig gute Wahl ist, weil Kelly die Blutige müsste ihn eigentlich besiegen können. Und im Fernkampf, naja, muss er jetzt eben mal krass, also hier die Auserkorene des Korn zerstören. Wir haben außerdem noch Gotrek, außerdem noch ein schöner Held, der in der Lage ist, Dämonen auseinanderzureißen. Ich hoffe auf den Dämonenslayer im neuesten Update. Und den Drachenblütigen Shugeng Gun Lord.
kommt günstig, hat bereits eine Drachenfinger ausgesteckt mit Blütenwind, Wind, Zauberspruch und natürlich Beschwörung. Das kommt immer gut, ein paar Bauern im Hintergrund. Und ja, außerdem haben wir hier noch den großen Mondvogel, der mega heftig draufhaut, wenn er seine Mondflamme aktiviert. Dreimal. Die ersten Salven gehen raus und sie gehen raus, so wie es aussieht, irgendwo in die Mitte. So ein bisschen. Ach, die schießen gerade auf die Chaos-Barbaren-Reiter des Khorne. Glück gehabt. Also jeder Schuss, der nicht auf die Auserkorenen des Khorne mit Doppelwaffen geht, ist für die Khorne-Fraktion hier sehr, sehr gut. Für meine Meinung nach gibt es hier nur einen Weg für Khorne vorzugehen. Mit dem Fliegeflieh sofort auf die Kanone und sofort auf die Bogenschützen. Keine Rücksicht auf Verluste, damit die Khorne-Krieger, die Körnchen, hier vorstürmen können und die Infanterie von Kartei auseinanderreißen, weil das kriegen die hin mit drei dieser Elite-Regimenter. Und damit sage ich, los geht's! Mal sehen, was passieren wird. Die Armeen laufen aufeinander zu, die Plänkler. Oh, die Kanone hat endlich das Ziel gewechselt und schießt auf die sehr, sehr wertvollen Chaoskrieger mit Doppelwaffen. Und da kommen die nächsten Salven. Boom, boom, boom. Weil nämlich normale Kanonenkugeln sind zu Kacke mittlerweile geworden im Rahmen des Power Creep. Die haben jetzt Feuer. Aber bisher hält sich der Damage noch in Grenzen. Nächste Salve. Es geht. Es geht. Jeder Schuss ist teuer. Jeder Schuss tut weh. Jeder Schuss sieht übrigens mega heftig aus. Von diesem Ding übrigens, das sind Drachenköpfe. Aber die Fernkampfeinheiten sind bereits auf dem Weg. Die Fernkampfstörereinheiten sind bereits auf dem Weg. Onyx-Krähenmänner werden zuallererst angegriffen und fallen wie die Vögel, gerade vom Himmel runter. Und auf der anderen Seite ist der große Mondvogel unter Beschuss durch Valkyr, die blutige. Sie hat gerade ihre Schadensresistenz an. Die ist jetzt allerdings abgelaufen, aber den Kampf sollte sie trotzdem gewinnen. Nächste Salven werden rausgehauen. Wundert mich ein bisschen, dass nicht wenigstens ein Fledermaus- oder Chaosfurien-Regiment vorgeschickt wird, um auf die Kanone zu gehen. Immer noch nicht der Fall. Klar, die Hunde im Hintergrund haben momentan keine Möglichkeit, hier einzudringen, weil da überall die Bauernspeerträger rumhängen. Bauernspeerträger übrigens super billiges Regiment, 30 Nahkampfabwehr, 26 Angriff durch den Yin-Yang-Bonus. Klasse Ding. Aber wenn ich mir die Situation jetzt nach 2 Minuten und 3 Sekunden ansehe, ist an der Armee von Khorne nur ein Regiment gerade schwer beschädigt worden. Ich meine, okay, die kosten 1200 Gold oder so. Tut schon genug weh. Mal sehen, ob es reichen wird, um für Katai hier ausreichend Schaden gemacht zu haben, um durchzukommen. Plänkler ein bisschen unklug eingesetzt, haben direkt ein paar Salven der Armbrustschützen gefressen. Irgendwie sind die Chaos-Hunde reingekommen zu den Bogenschützen, ich weiß nicht, ach, die haben sie einfach hier durchgepresst auf lustige Art und Weise. Dabei sind noch die Chaosfurien da, die noch nichts gemacht haben, verstehe ich nicht so ganz. Aber sei es drum, die Kanone schießt wieder woanders hin. Und nun beginnt der Ansturm der Chaoskrieger. Jetzt zeigt, was ihr könnt und macht hoffentlich einen Ansturm. Sie haben bisher noch nicht ihre Angriffsanimation gestartet. Doch jetzt kommt der Angriff. Zeigt, was ihr könnt. Oh, meine Güte, Katai. Großartiges Katai wird zerrissen. Glaube ich jedenfalls. Da kommt der Windspruch. Mal sehen, wie viel Damage er macht. Ist nicht gecastet. Doch, da wird er gecastet. Aber ist nicht gut gecastet worden. Er ist ein bisschen schräg gecastet worden, hat die eigenen Jadekrieger beschädigt. Und nun wurden die Ahnenkrieger hier in den Hintergrund beschworen. Nicht unbedingt die beste Position für die Ahnenkrieger. Weil da hinten, warum sind sie da? Ich meine, weil die hätten sich hier vor die Auserkorenen des Khorne mit Doppelhandwaffen stellen sollen. Das sieht nicht gut aus für Katai. Und auch Valkyr, die Blutige, castet einmal ihren Zauberspruch. Also sie zaubert natürlich nicht, aber es ist trotzdem ein Zauberspruch. Ich weiß, Total War Warhammer ist mal ein bisschen, manchmal ein bisschen komisch. Die Khorne-Krieger brechen einfach mal gnadenlos durch. Das war eigentlich zu erwarten. Zwar ist Katai-Infanterie sehr, sehr stark für das, was sie kosten. Jedenfalls mit dem Yin-Yang-Bonus, aber ihnen fehlt dann schon so ein bisschen der rüstungsdurchdringende Damage. Was haben sie eigentlich mit den Jadekriegern? 7, das ist nicht viel. Und die Khorne-Krieger sind halt schon sehr, sehr gut gewappnet. Valkyr, die Blutige, erneut im Kampf gegen Mondvogel und Mondvogel sollte. Oh Mann, die Szene sieht richtig geil aus. Irgendwie im Hintergrund die Khorne-Krieger durch die Infanterie von Katai bricht. Saitang wie ein Ölgötze im wahrsten Sinne des Wortes rumsteht. Also. Das sieht echt geil aus, Total Warhammer. Ich meine, es hat seine Probleme. Gerade dieser Fokus auf Single Entities und so, aber meine Fresse. Es sieht mega geil aus. Da tut es mir manchmal leid, das Spiel immer so cheesen zu müssen, weil die KI so kacke ist in der Kampagne.
Aber okay, sei es drum. Valkyr, die Blutige, hat sich jetzt ein anderes Ziel rausgesucht. Frag mich, warum sie nicht zum Mondvogel weitergemacht hat. Jetzt ist sie gerade in einer echt ungünstigen Position. Mondvogel und Zaytang, der Beobachter, greifen sie unter Umständen jetzt an. Ich meine, er sieht schon sehr cool aus hier, Zaytang, der Beobachter. Hier unser geiler Mech, der alle kaputt haut. Finde ich super. Ich meine, Valkyr kann immerhin abhauen, wenn sie möchte. Und jetzt kriegt sie allerdings schon ordentlich Probleme, wenn sie nicht flieht vor Gotrek. Weil Gotrek haut richtig rein mit seiner Dämonen-Slayer-Axt, getränkt von dem Blut unzähliger Dämonen und Drachen ist sie ein magisches Artefakt geworden. Aber Valkyr ist zu mutig, um sich dieser Axt zu stellen und zieht den Ansturm nach hinten vor. Was macht der Rest der Schlacht momentan? Ich habe ein bisschen die restliche Übersicht verloren. Barneskorn machen hier gerade den Kampf gegen Bauernspeerträger. Ah, gutes Micromanagement, behaupte ich jetzt mal. Die Chaoshunde haben Regimente des Gegners vom Schlachtfeld gejagt. 56 Kills ohne eigene Verluste. Aber Katai ist noch nicht am Ende. Und die Auserkorenen des Khorne mit Doppelhandwaffen sind wirklich schon schwer, schwer beschädigt. Was mich eigentlich fast schon wundert, weil er hat die eigentlich gekillt. Weil. So viel rüstungsdurchdringenden Schaden haben wir nicht, aber ich schätze, das bisschen, was wir haben, das reicht. Wir haben noch ein Regiment Auserkorene des Khorne, das bei relativ guter Gesundheit sind. Die anderen verrecken fast. Und das Kräfteverhältnis sieht Katai wirklich ganz, ganz, ganz deutlich im Vorteil. Was? Eigentlich sollten die Auserkorenen ja fast reichen, wenn Valkyr die Blutige sich jetzt nicht umbringen lässt von Zaytang, dem Beobachter. Den Mondvogel hätte sie auch mal killen sollen. Also das Kräfteverhältnis sieht Katai ganz eindeutig im Vorteil. Aber hat der Angriff meiner Meinung nach schon ziemlich gut geklappt. Zauberspruch hat allerdings nicht sehr gut getroffen. Kriegt jemand Zaytang und Gotrek noch kaputt? Wo ist Valkyr? Valkyr sollte den gegnerischen Shugengan-Lord vernichten, wenn sie die Möglichkeit hat. Und da ist sie jetzt auch schon. Shugengan-Lord ist nämlich eigentlich eher so ein Caster. 40 Nahkampfabwehr, 30 Rüstung, ein paar Schläge und sie ist futsch. Der Mondvogel versucht zu retten, wo er kann. Und jetzt wird er eingefangen. Der große Mondvogel tot ist und im Anschluss. Oh, Valkyr, die Blutige, hat's verrissen. Der Mondvogel war ein bisschen zu OP für Valkyr mit dem Angriff aus dem Rücken. Und Valkyr, die Blutige, ist zu mutig, um im Kampf zu bleiben und flieht erstmal. Und lässt die nach Skaven-artiger Manier den Rest ihrer Truppen weiterkämpfen. Also jedenfalls, wenn sie überlebt. Der Mondschild aktiviert, ist nicht schlecht. Wird wahrscheinlich den großen Mondvogel dadurch vernichten. Für 20 Sekunden hat sie kein Problem mit jeglicher Art von Schaden. Und da ist wieder weg. 1400 gegen 1200 Lebenspunkte. Wer gewinnt den Kampf? Großer Mondvogel wurde getroffen. 1300 Lebenspunkte versus 1300. Und Gotrek ist weit und breit nicht zu sehen. Großer Mondvogel macht wieder die Fliege. Wie sieht's aus eigentlich mit dem Rest der Armee? Oh, Zaytang, der Wächter hat auf Valkyr die Blutige geschossen und hat sie noch 856 Lebenspunkte. Das tut schon weh. Was habe ich mit Zaytang? Er hat 1300 Goldwert Schaden gemacht. Ist nicht schlecht, ne? Dafür kostet natürlich auch richtig, richtig viel. Die Chaoshorden sind überall auf der Flucht und ich bin wirklich überrascht, wie die Auserkorenen des Khorne hier langsam aber sicher in kleine Stückchen gerissen werden. Irgendwie backen die gerade so ein bisschen rum und greifen nicht an. Ich frage mich, was da los ist. Ach so, das ist ja ein bisschen leider ein bisschen ein Problem des Spiels. Oh, meine Güte, Valkyr die Blutige ist auf der Flucht. Und wenn sie weg ist, dann ist definitiv Ende Gelände für Khorne. Meine Güte. Und der Vogel sorgt dafür, dass sie auch garantiert vom Schlachtfeld laufen wird. Oh! Zaytang hat schon davor gesorgt, dass sie verschwindet. Das ist eigentlich ein großer Dämon des Khorne. Müsste doch eigentlich. Ja, sich auflösen, oder? Naja. GG, Leute, GG. Und damit geht dieser Sieg an Alpaka. Ja, kann man vielleicht sagen, war erwartet, weil Katai schon die Top-Tier-Fraktion ist. Und damit stehen Katai und Bretonen und die Chaoskrieger alle jeweils die Top-Tier-Fraktion. Allerdings zusammen mit Zin, auch eine Top-Tier-Fraktion, wobei Bretonen da nochmal, glaube ich, eine Schippe drauflegen und Imperium weiter sind. Damit steht das Viertelfinale fest und MFG kann die nächsten Matchups auswürfeln. Ah, die Auserkoren waren nicht schlecht mit 1000 Goldwert, Valkyr mit 2000. Blänkler waren auch okay, die Harpien ging so, Chaoshunde. Ne?
Wie gesagt, hier aus Shugengang Lord 600 Damage, Saitang mit 1600, Gotchek war eigentlich gar nicht mal so stark mit 400. Der Vogel war auch nicht so stark mit 400. Dafür die Gunst des Kuai Yin, Armbrüste des himmlischen Drachen, 1900 Schaden. Holy shit, Großkanone auch ziemlich gut. Und was war mit den Jadekriegern? Wer hat hier eigentlich den Schaden gemacht? Wer hat denn hier eigentlich den Schaden gemacht an den Auserkorenen des Korn? So viel Schaden war es ja gar nicht. Ist ja fast nichts hier, 1600. Okay, und 2000, 2000, 3000, 4000. Hä? Okay, das muss ich mir nochmal kurz ansehen. Die Gunst des Kuai Jin. Alles verrissen, Moment mal. Okay, ich bin nochmal reingesprungen. Es war ein dann doch relativ deutlicher Sieg für Katai, dadurch, dass insbesondere der Wächter Saitang noch so viel Lebensenergie hatte und der General und außerdem noch Gotrek und weitere Einheiten dabei waren. Ich denke mal, hier ein großes Problem, also wie hier es vielleicht noch besser gelaufen wäre für Korn wäre, wenn ihr direkt auf die Gunst des Kuai Jin Armbrüste des himmlischen Drachen gegangen wäre. Ah, die machen so viel richtungsdurchdringenden Schaden. 46 über 10 Sekunden. Okay, das erklärt natürlich einiges. 95 Rüstung, 41 Nahkampfabwehr. Wow, okay. Jeweils eine Salve, 771 Gold wert, direkt innerhalb der ersten Salven hier rausgehauen. Das war nicht schlecht. Also ganz klar, glaube ich, hier mit den Chaosvogeln alle auf die Gunst des Kuai Jin, dass die so viel Damage machen, überrascht mich ehrlich gesagt schon ein kleines bisschen. Dann stufen wir kurz ein bisschen weiter auf. Und dann die Hunde hier durchschicken, war jetzt echt nicht unbedingt der beste Move. Die sind ja wie diese himmlische Wache von den Waldelfen. Ja, ich habe vergessen, wie die Namen heißen. Und die Waldelfeneinheit. Also es ist wirklich mega heftig, wie die gerade hinten die Einheiten dezimieren und selbst noch keinen Schaden gemacht hat. Ich meine, auch Valkyr, die Blutige da mal reinspringen können, wäre nicht schlecht gewesen. Aber jetzt hier die Frontlinienkampfsituation. Was ist hier passiert? Also erstmal war der Damage nicht schlecht. Dann kommt der eine Zauber. Ja, der Zauber war jetzt irgendwie echt nicht so beeindruckend. Wie sind die Auserkorenen des Korn gerade verrissen worden? Also gucken wir uns das Ganze mal hier aus der oberen Perspektive an. Okay. Ja, tatsächlich nehmen die Auserkorenen des Korn dann doch überraschend viel Schaden, auch nur im normalen Kampf gegen die Jadekrieger. Die Jadekrieger haben 114 Goldwert Schaden gemacht. 7 rüstungsdurchdringenden Schaden, aber ich bin schon so ein bisschen überrascht, wie stark diese Auserkorenen des Korn leiden in dem Kampf, den sie hier gerade so schlachten. Das ist wirklich extrem überraschend. Vor allem, dann waren eigentlich nur noch Bauernspeerträger übrig. Und hier, ich meine, okay, da waren die Ahnenkrieger, aber wir haben nur 34 Nahkampfabwehr. Haben die Auserkorenen des Korn so verrissen? Alter, okay, die haben. Wie viel Nahkampfangriff haben sie? Kommt der nächste Zauberspruch. Dauert ein bisschen, bis er gecastet wird. Okay, hat es nicht unbedingt mega Schaden gemacht. Ahnenkrieger 34 Nahkampfabwehr. Sollten eigentlich die Auserkorenen des Korn mit 50 Nahkampfabwehr, sollten die eigentlich gut zerreißen können. Aber irgendwie, Tod der 1000 Stiche, habe ich das Gefühl. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Auserkorenen des Korn sich mega hier durchrasieren. Aber eigentlich sind die echt von Mülleinheiten aufgehalten worden. Das ist wirklich krank, so ein bisschen. Was? Hier ist eigentlich nichts mehr. Hier sind nur komische Bauernspeerträger. Hier gibt es keinen Morteschrein-Effekt, oder? Ich meine, die haben Raserei. Alles soweit gut. Die Gunst des Kuai Jin. Mittlerweile bei 1800 Gold wert Schaden. Haben alles zerlegt. Allerdings eher nicht die Kornkrieger kaputt geschossen, wenn ich mir das hier so richtig ansehe. Die haben eher auf die Plänkler fokussiert. Nur noch 20 Modelle übrig. Ja. Der Tod der 1000 Stiche. Für die armen Kornkrieger. Ich meine, okay, vielleicht hätte Valkyr die Blutige nochmal ein bisschen fokussierter, vielleicht den großen Mondvogel kaputt machen können. Der hat schon so ein bisschen genervt, kam immer wieder hier von hinten aus dem Nichts. Niemand kam an Saitang, den Beobachter, ran. Hier wurde ein bisschen der Damage verteilt von Valkyr, der Blutigen, habe ich das Gefühl. Einmal ihn angegriffen, einmal den Mondvogel angegriffen, einmal den Drachenblutigen Shugengan Lord mit dem Damage, den sie rausgepowert hat. Hätte sie wahrscheinlich schon auch mindestens den Mondvogel und Shugengan Lord killen können. Mein Gotchek hat Seetang, den Beobachter, verteidigt. Ja, die Chaosbarbaren des Korn machen hier gut Ärger. Hätte man die gebraucht? Ja, nach der Situation, die wir hier gehabt haben, vermutlich eher nicht.
Ja, und die Chaoskriege des Korn werden Stück für Stück auseinandergerissen. Also echt, finde ich irgendwie total merkwürdig, dass die Jade-Krieger so gut darin sind, die Auserkorenen des Korn aufzuhalten. Wahrscheinlich ist es, ich meine, 20 rüstungsdurchdringender Schaden ist immer noch gut. Ich meine, eigentlich müsste ja fast jeder Schlag sitzen, aber irgendwie buggen die rum. Liegt das daran? Ich meine, guckt euch mal an, die greifen gar nicht an. Jetzt greifen sie wieder an. Also das war megamäßig underperformed für ein Matchup, in dem sie eigentlich absolut dominiert haben. Jetzt kommt nochmal der legendäre letzte Schuss. Zetang, The Watcher. Boom. Ja, Schädelbrecher sind halt das Ding. Schädelbrecher sind das Ding. Mann, okay, trotzdem die Chaos-Barbaren Retter des Korn waren nicht schlecht, haben Zetang den Beobachter wirklich gut auseinandergerissen, aber am Ende hat es nicht gereicht und ich habe jetzt hier keine spezifische Situation gesehen, die diese Auserkorene des Korn mit Doppelhandwaffen so richtig zerlegt hat. Ich meine, okay, hier 1000 Damage von Gunst des Quai Jin wurden, ja, das war alles gegen die Plänkler, habe ich das Gefühl gehabt. Und die Auserkorene des Korn in praktisch dem besten vorstellbaren Matchup, das sie haben konnten, haben meiner Meinung nach tendenziell eigentlich versagt gegen die Jade-Krieger. Wahnsinn. Wahnsinn. Gucken wir uns mal an, wie viel die kosten. Also zum Spaß. Kartei ist natürlich nicht bei C, sondern bei irgendwas anderem. Ja, die Krieger kosten gerade mal 500 Gold. Wollt mich doch verarschen. Ist das geil. 500 Gold. Wo gucken wir uns mal Korn an. Das waren die Auserkorenen. Oh, 1500 Gold hier. Ja, und die wurden langsam aber sicher hier von den Jadekriegern niedergemacht. Es ist kein. Wow. Klar, okay, die Kanone hat auch geholfen und ein bisschen drauf geschossen. Aber zwei Regimenter, zweieinhalb Regimenter kamen noch an. Es hat nicht gereicht. Wahnsinn. Kartei, Leute. Kartei. Und die Gunst des Qui Jin. Auch heftig. Heftig. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Alpaka und Celinator für dieses Matchup. Schade, dass Korn hier nicht weitergekommen ist, aber Katai ist halt mega heftig. Mal sehen, wer im Kampf Katai gegen Bretonia gewinnen wird. Oder falls neu ausgewürfelt wird, wer auch immer dagegen rankommt. GG! GG, aber das ist Faction War. Hätte auch anders laufen können. Was hätte Korn vielleicht bauen können, um hier ein bisschen besser unterwegs zu sein? Ich meine, okay, Valkyr, die Blutige. Was hatten wir dabei? Ich glaube nicht, dass wir Korns Blick dabei hatten. Auch nicht die Schadung. Hier, die hatten 1700 für den Lord. Dann hatten wir 1, 2, 3 mal Chaos-Barbaren des Korn. Wir hatten ein paar von den Plänklern. Drei, glaube ich, dabei. Chaos-Hunde, Chaos-Fugeln. Oh, ich habe die Geldmittel ein bisschen zu hoch eingestellt. Standardmäßige Gelder. 1150, nochmal zweimal Barbaren des Korn. Was war noch dabei? Okay, jetzt nichts mehr, ist kein Geld mehr da. Vielleicht nochmal Chaos-Furien. Ungefähr so sah die Armee aus. An sich irgendwie halbwegs sinnvoll. Ich meine, du wirst gegnerische Infanterie auseinanderreißen. Jetzt vielleicht mit Chaos-Kriegern in den Kampf gehen können. Auserkorene sind halt schon mal extra Deluxe gut. Das sind halt weniger Modelle. 20 Modelle weniger verteilt sich die. Ja, ist vielleicht lieber anstatt dreimal Auserkorene des Korn. 1, 2, 3, 4, kriegst du 1503. Kriegst du eigentlich fünfmal Chaoskriege des Korn. Wäre vielleicht nochmal besser gewesen. Schwierige Frage. Man, die Chaosritter oder Schädelbrecher des Korn wären natürlich auch, oder Zerschmetterer des Korn wären auch nicht übel gewesen, dadurch, dass nicht ganz so viel Antigros da gewesen ist. Ein Klatzerfleisch des Korn willst du nicht mitnehmen, die sind einfach Kacke. Sehen zwar irgendwie ganz gut aus, aber sind nicht so sonderlich gut. Für das, was sie kosten, 800 Gold, fast keine Nahkampfabwehr, werden von allem kaputt gemacht, was ihnen begegnet. Ja, vielleicht Schädelkanone. Ja, wäre zerschossen worden von Zetang, dem Watcher. Schwierige Situation. Man, Korn ist halt ein One-Trick-Pony. Geht in den Nahkampf, tut das Beste. Und wenn man halt den Verteidigungsblock dagegen baut, hat man direkt ein Problem. Hätten wir vielleicht noch irgendwelche Zaubersprüche gehabt, um die gegnerische Formation zu brechen? Hat der Kultist des Korn irgendwas? Immerhin hatte er einmal die Möglichkeit, Zerfleischer zu beschwören in den Gegner rein. Aber ich meine, es waren die Chaosfurien da. Hätten wahrscheinlich
die Gunst des Qui-Gin angreifen sollen in dem Moment, als es wichtig war. Man, der Angriff von Korn kam so ein bisschen zweigeteilt. Erst kam der ganze Plänkelzeug, wurde zerschossen, danach kam der Nahkampf. Wenn es simultan gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen. Aber so ist es, Leute. Mal gewinnt man, mal verliert man. Im Nachhinein ist man immer schlau und der Kommentator sieht sowieso alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an Alpaka und Selinator und an MFG fürs Organisieren und bis zum nächsten Mal.